die sind noch nicht durch. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Gibt Freistoß für die Wölfe. Freistoß kommt. Der ist drin! Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Da kommt noch mal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So, jetzt vielleicht noch mal Gladbach. Und jetzt gibt es Einwurf. Hannes Wolf. Ja, die Fan. Jetzt ist er durch. Um ein Haar machen sie da doch noch die späte Führung, aber nix da, er ist zur Stelle. Und das ist schon überragend, wie er wieder mal die Nerven behält, sich ganz spät entscheidet, wie er den Stürmer liest. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Und das ist der Ballverlust. Er ist frei, da kann was draus werden. Jetzt kommt der Schuss. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist richtig. Gut gespielter Konter und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar, ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss.